Mit dem Segen des Lichtes fließt die unendliche Liebe des Universums zu dir. Wir, der Galaktische Rat, haben uns versammelt, um nachfolgende Botschaft zu überbringen. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte lichtvolle Wesen, die ihr diese Aufgabe übernommen habt und gemeinsam zum höchsten Wohl der Erde wirkt, fühlt euch durch unsere Nähe gekräftigt und bestärkt. Fühlt, dass wir bei euch sind. Wir haben unsere Lichtflotte um die Erde herum schon so lange stationiert und wir beobachten jedes einzelne Geschehnis auf der Erde. Und die Energien sind extrem stark geworden. Das bedeutet, dass die Erwachenswelle auch stärker werden wird, um die Menschen zu erreichen, die sich noch im Tiefschlaf befinden. Ihr habt eine wundervolle Zukunft vor euch und der Weg dorthin ist sehr anstrengend für einige, die sich noch zu sehr in der Manipulation befinden. Jedoch die anderen, die den Weg des Lichtes und der Liebe bewusst erkennen und diesen auch aktiv gehen, werden es immer leichter haben, denn die Matrix kann sie nicht mehr erreichen. Und so darf ich euch sagen, ihr alle, die ihr heute hier versammelt seid, ihr tragt das große Licht der Liebe in euch. Ihr tragt die Liebe in ihrer höchsten Form in euch. Und diese Liebe trägt jeder, egal ob erwacht oder nicht erwacht. Denn diese Liebe ist die Basis für die Existenz auf der Erde, für die Existenz der Erde, für die Existenz des Universums. Alles hat die Grundlage der Liebe. Und so werdet ihr, wenn ihr diese Liebe in euch fühlt, immer den richtigen Weg gehen. Ihr werdet euch immer richtig entscheiden, solange ihr mit Liebe die Dinge betrachtet, mit Liebe aussprecht und in Liebe tätig seid. Alles, was nicht aus Liebe besteht, wird sich langsam verabschieden. Und dieser Prozess der Verabschiedung braucht enorm viel Kraft. Es ist ein Weg in die Erneuerung, den ihr gehen werdet. Wir sind bei euch an eurer Seite, um euch zu unterstützen. Auch wenn ihr meint oder manche meinen, dass es uns nicht gibt, dann sind sie noch in der Matrix verhaftet. Und es ändert nichts an der Situation, dass wir für euch da sind. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ihr nennt es die Zeit bis zum Jahresende, benötigt die Erde sehr viel Unterstützung. Und so beobachten wir gespannt das Geschehen, immer in Bedachtsamkeit euren freien Willen zu akzeptieren. Denn die Entscheidungen, die ihr aus eurem freien Willen trefft, führen euch in die fünfte Dimension. Und so sind wir bereit, das Schlimmste zu verhindern. Und es könnten viele Geschehnisse sich ereignen, die einige Menschen verunsichern.
Wir sagen zu euch, lasst euch nicht verunsichern, lasst euch nicht in die Angst treiben. Kirila Ma, dieses Wort soll euch Kraft geben, denn die Angst ist eine Illusion. Und die Seelen leben ewig. Ihr habt hier eine gewisse Zeit vereinbart, auf der Erde zu verbringen, um das Große zu vollbringen. Dies solltet ihr immer in eurem Gedächtnis behalten. Es wird sich eine große Veränderung einstellen. Das betrifft alle Arten in eurer Gesellschaft, die Schulen, das Finanzsystem, das Industrielle, das Miteinander, der Glaube. Denn die Menschen werden beginnen, sich immer mehr Gott zu öffnen. Dies ist der einzigste Weg, der sicherste Weg, um die Erde wieder in die göttliche Ordnung zu bringen. Und das habt ihr gewusst, bevor ihr inkarniertet. Und dies ist in allen Menschen verankert, dieses Wissen, und wird sich nach und nach immer mehr entfalten. Und so ist das, was geschieht, nötig. Es ist einfach nötig, um diese große Erwachenswelle zu unterstützen, die sich immer mehr steigern wird bis Jahresende. Für eure Anführer bedeutet die Stunde der Wahrheit, dass sie sich ihrem Karma stellen müssen. Es wird sie all das ereilen, was sie Schlechtes getan haben. Und so ist diese Stunde der Wahrheit ein Moment der Läuterung, ein Moment der Gerechtigkeit, ein Moment der Harmonie zu euch bringen wird. All die Kriegsverletzungen, die Katastrophen, die Angst der Menschen, all dies wird in eine Waagschale hineingelegt und mit den guten Taten aufgewogen. Und so ist die Stunde der Wahrheit, die Stunde der Erlösung derer, die in Liebe gelebt haben, die in Liebe und Achtsamkeit Mitgefühl gezeigt haben für ihre Mitmenschen. Und so wirst du jetzt in deinem Herzen eine Art der Befreiung fühlen, der Befreiung von allen Ängsten, die du jemals gehabt hast. Denn du bist auf dem richtigen Weg. Wir bestätigen dir, dass der Weg des Lichtes genau richtig ist. Viele Menschen werden erlöst von den Dingen, die schwer auf ihnen lasten. Dies wird wie ein Befreiungsschlag für viele Seelen sein, und sie werden im ersten Moment nicht verstehen, was geschieht. In diesem Fall sind wir da, um mit Liebe und Mitgefühl zu unterstützen. Und auch du bist in diesem Moment da, denn viele von euch besitzen die Gabe, Menschen in einen geschützten Raum der Liebe zu unterstützen und zu begleiten. Und so werdet ihr Aufgaben bekommen, die Menschen zu betreuen, die noch nicht so weit im Erwachen sind. Und es wird eine Zeit in Harmonie und Liebe sein, die entsteht. Und es werden aus dieser Liebe und Harmonie viele wundervolle Dinge entstehen, die ihr euch in diesem Augenblick noch gar nicht vorstellen könnt. Und so dürfen wir euch voller Freude auf diesem Weg begleiten. Denn das, was euch erwartet, ist außerhalb eures Verstandes, außerhalb
eurer Fantasie so wunderschön, so liebevoll und lichtvoll, wie ihr es im Moment nicht erfassen könnt. Und so wird euch erwarten eine riesige lichtvolle Welle, die diejenigen stärkt, die sich schon auf dem Weg befinden und die die anderen wecken wird, die gerade dabei sind, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit wird sich immer mehr zeigen, immer deutlicher. Und dies wird viele Menschen erschüttern, denn das Alte, das Glaubensmuster, all die Glaubenssätze werden zerbrechen. Und so kann ich euch nur versichern, bleibt in eurem Herzen, bleibt in eurer Liebe. Kirila Ma, die Liebe, sie ist da. Sie stärkt jeden Einzelnen von euch und mit dem Segen des Lichtes. Von diesem Segen sind wir alle umhüllt. Dieser Segen bringt uns und stärkt uns auf jedem Schritt, auch uns. Nicht nur euch Menschen, dieser Segen des Lichtes ist wie ein Tropfen der Liebe, der euch jeden Tag überbracht wird. Und so möchten wir euch bestärken, geht den Weg weiter, den ihr begonnen habt, und lasst das Äußere, was um euch herum geschieht, einfach so sein. Werdet in der Liebe tatkräftig, unterstützt euch gegenseitig und geht dazu, was ihr seid. Hohe Wesen in einem menschlichen Kleid, hierher gekommen, um die Erde zu befreien von der Matrix, von den Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren, wo die Matrix versucht, die Macht an sich zu reißen. Diese Zeit wird bald ein Ende haben, denn dafür seid ihr gekommen. Und damit ihr euch gestärkt fühlt, möchten wir gerne jetzt ein wenig Energie übertragen, die Energie übertragen, die den Segen des Lichtes beinhaltet. Und wenn ihr es erlaubt, wenn du es möchtest, dann wird es jetzt so sein. Und so geben wir euch und dir ein wenig Zeit, um das zu genießen, was jetzt geschieht. Und so wird dich diese Welle der Liebe, diese Welle des Segens begleiten und immer stärken, wenn du dich daran erinnerst. Wir haben für euch gesprochen und wir möchten noch einmal betonen, dass ein jeder Einzelne, so wie er ist, super ist, gut ist, genau richtig ist, und das große Potenzial wird sich in eurer Seele entfalten. Und so senden wir den Segen des Lichtes zum Abschied, voller Liebe und Achtsamkeit.